Natalia. Ja, ich bin voller Superhero. Klein, aber oho. Ich bin in Polen geboren. Mit 13 bin ich mit meiner ganzen Familie nach Deutschland gezogen. Dann habe ich 10 Jahre in Stuttgart gelebt. Als ich 16 war, wollte ich unbedingt einen Kampfsport ausprobieren. Und zwei Freunde von mir haben mich dann zum Kickbox-Training mitgenommen. Und es hat mir so gefallen, dass ich danach nie wieder eine Stunde verpasst habe. Dann war ich 5 Jahre in den USA. Voller Beineinsatz im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Als ich dann in den USA gelebt habe, habe ich mich in die Nationalkarte in den USA reingekämpft und habe dann für USA gestartet. Doch eins macht der erfolgreichen Kickboxerin zu schaffen. Aber ich habe meine Familie so vermisst. So weit weg zu sein, das war schwierig. Vor einem Jahr bin ich wieder zurück nach Stuttgart gezogen. Seitdem trainiert die gebürtige Polin, um hier und heute alles zu geben. Es gibt Wonder Woman, es gibt Spider-Man, es gibt Superman und ich bin heute da, um zu zeigen, dass ich auch ein Superhero bin. Natalia Klejbis-Niewska. Ein großes Kämpferherz und ganz starke Werte. Für sie ist hier heute alles möglich. Natalia tritt gegen zwei Männer an? Nein, gegen Maren, 26, aus Rödermark in Hessen. Ich war schon immer sportlich und ehrgeizig. Und ein Grund dafür sind auf jeden Fall meine Brüder. Ja, ich glaube, der Kampfgeist liegt irgendwie einfach so in der Familie. Meine Brüder waren auf jeden Fall in vielen Bereichen meine Vorbilder. Wenn es drauf ankam, waren sie immer für mich da, haben mir den Rücken gestärkt und ja, waren einfach eine super Unterstützung. Und damit hat Maren schon mehrfach den ersten Platz in ihrer Lieblingssportart geholt. Meine Leidenschaft ist CrossFit. Ich mache das jetzt seit 2 Jahren und ich liebe diesen Sport einfach über alles. Meine Stärke, die mich bei dieser Show zum Sieg bringt, ist auf jeden Fall mein Kampfgeist. Ja, und dass ich einfach Bock habe, den anderen den Arsch aufzureißen. Dann bist du bei Superhero Germany genau richtig. Macht euch gefasst. Euer Workout ist mein Warm-up. Maren Haberstroh, das Duracell-Häschen. In allen Werten noch stärker als ihre Gegnerin. Aber nur ein Hauch. Ein ganz enges Duell. Ja, diese beiden Ladies hier haben die beiden höchsten Hero-Faktoren bei den Frauen. Es sollte also ein Duell auf Augenhöhe sein. Dann geht an den Start. Euch beiden viel Glück. Ja, wir haben es gerade schon gehört, Elmar. Zwei Athletinnen mit einem unglaublich hohen Hero-Faktor. Allerdings muss man auch sagen, Maren 1,58, groß, Natalia 1,59. Ich habe so ein bisschen Sorge, auch wenn ich mir die Gewichte angucke. 57 Kilo, 60 Kilo, dass sie das Ding gar nicht gezogen bekommen. Du hast schon recht, 1,59 gegen 1,58 klingt so ein bisschen nach Einschulung. Aber die Kraftwerte, die Ausdauer, das Tempo, sie haben alle Spitzenwerte erreicht im Qualifying. Die beiden haben so viel Power am Leib, das wird jetzt gleich krachen. 3, 2, 1. So, und Maren, die nennt sich selbst den Duracell-Hasen. Und genau diese Mentalität, die braucht sie jetzt am Quader, an den Reifen, um hier in Level 2 einzuziehen. Und sie hat vor allem einen riesen Fanclub mitgebracht hier in die Arena. Aber zunächst einmal ist Natalia Klejbis-Niewska. Das klingt auch schon wie ein Motor, wie eine Maschine. Leicht vorne schiebt jetzt diesen zweiten knapp 50 Kilo Reifen über den Quader. Greift das Seil geschickt. Ich glaube, dass Maren ihre Technik ein bisschen verändern muss beim Hochheben des Reifens. Das geht nicht schnell genug im Vergleich zu Natalia. Und soll ich dir was sagen bei Natalia? Es wundert mich nicht mal, Elmar. Die ist mehrfache Meisterin im Kickboxen in den USA gewesen. Die hat ordentlich Power, die hat einen ordentlichen Wumms. Und wie die mit dem Quader umgeht, wie die mit den Reifen umgeht, das ist schon stark. Aber Maren steckt nicht auf. Vielleicht, wenn Natalia einen Fehler macht, könnte Maren noch mal rankommen. Ich denke gerade nicht mehr an Einschulung. Ich bin mir sicher, die hat früher nicht ganz so viel mit Barbies gespielt. Denn jetzt hebt sie diesen 80-Kilo-Reifen hoch und schiebt den rüber, als wäre es ein Wattebausch, als wäre das gar nichts. Und jetzt wählt noch einer. Und auch wenn Maren sich daran gekämpft hat, unser Duracell-Häschen, es wird wohl nicht reichen, denn das macht sie einfach zu gut. Man sieht auch klassisches Kreuzheben. Und jetzt hebt sie ihn rüber und wird den Quader noch über die Ziellinie ziehen. Die lässt sich schon Zeit. Die hat schon Kraft. Natalia Klejbis-Niewska. Sie
Level 2 und für Maren endet leider die Reise hier bei Superhero Germany.